Hallo, meine Freunde. Wer bist du denn? Ich bin Handelsreisender und verkaufe Lichtschwerter. Aber das da, das hat einmal einen sehr starken Krieger der dunklen Seite der Macht gehört. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei eurem Kampf gleich und Welcher Kampf? Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Ist das hier? Schweig! Günther, wo ist Walter? Walter ist tot. Was? Aber wie ist das denn passiert? Wir haben die Verbündeten des Auserwählten unterschätzt. Sie konnten Walter überwältigen. Tja, naja, man hat gute, man hat schlechte Taten. Reden wir nicht mehr davon. Wie ich sehe, habt ihr meine Mitteilung noch erhalten? Welche Mitteilung? Ich hatte euch kurz nach eurer Abreise eine Nachricht aufs Band gesprochen. Sagt nicht, ihr habt sie nicht erhalten. Ich fürchte nicht. Walter hatte den Communicator bei sich und... Ihr Narren! Jetzt haben wahrscheinlich seine Freunde die Nachricht erhalten. Welche Nachricht? Weiß einer von euch, was das ist? Zeig mal her. Sie haben neue Nachrichten. Nachricht 1. Walter, Günther, pass auf, ich hab wenig Zeit. Also, ich brauche nur den Auserwählten. Wenn die anderen herausfinden, dass die Raumstation unsere einzige Schaltzentrale ist, dann könnte sie dies auf dumme Gedanken bringen. Habt ihr das gehört? Wir können den Krieg endlich beenden. Verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Wir müssen nur die Raumstation vernichten. Dann können die Ohren auf der Erde nichts mehr ausrichten. Nachricht 2. Wie blöd wäre das denn? Ich bin's nochmal. Nur damit ihr mich verstanden habt. Wenn die herausfinden, dass die Zerstörung der Raumstation den Krieg beenden würde, hätten wir ein Problem. Na? Ich fass es nicht. Also schon, du bist hier, weil ich dich zu meinem neuen Schüler ausbilden will. Heißt das, ich muss die Berufsschule schon wieder wechseln? Idiot! Oh, jetzt fängst du auch noch an! Ja, Schumi, spüre den Zorn in dir. Erblicke die Wahrheit, siehe hinter die Fassade. Was? Wie? Wo? Schumi, deine
Freunde haben dich doch die ganze Zeit schon verraten und belogen. Sie haben dich wie Dreck behandelt. Ja, aber das war doch alles nur Spaß. Die würden doch nie... Erinnere dich schon. Wann haben sie dich das letzte Mal für deine Taten gelobt? Ja, aber... Und wie oft schon haben sie dich wieder mal grundlos verprügelt? Meine Freunde würden mich nie im Stich lassen. Falsch. Sie haben es bereits getan. Glaubst du wirklich, sie versuchen in diesem Augenblick dich zu retten? Nein. Sie sitzen bereits irgendwo versteckt zusammen und feiern deine Entführung mit einem Kasten Bier. Nein, das kann ich einfach nicht glauben.